Der 11. September 2001. Terroristen, die sich Gotteskrieger nennen, und Kämpfer gegen Kreuzzüge des Westens. Zwei Religionen, die den Frieden wollen und ihn dennoch im Lauf der Geschichte immer wieder brechen. Epochen des Gegeneinanders und des Miteinanders. Menschen und Mächte, die im Namen Gottes Kriege führen. Und am Ende doch nur um irdische Herrschaft ringen. Die östliche Bergregion Afghanistans, 150 Kilometer von Kabul entfernt. Hier hat die islamistische Terrorgruppe Al-Qaida einen Stützpunkt ausgebaut. Am Nachmittag des 11. September 2001 versammelt sich eine Handvoll Männer in der sogenannten Löwenhöhle. Aus späteren Verhören mit gefangenen Al-Qaida-Führern ist bekannt, was sich hier an diesem Tag ereignete. Der Gründer und Chef der Organisation hat sich hierher zurückgezogen. Es ist Osama bin Laden. أنباء عاجلة من نيويورك تقول إن طائرة ركاب مدنية قصفت صباح هذا اليوم مركز. Dieser Mann hat der Weltmacht Amerika einen mörderischen Krieg erklärt. Am Morgen des 11. September 2001 geschieht in New York etwas Unfassbares. Der Tag des Terrors. Für Osama bin Laden ein Tag des Triumphs. Der Anführer der Terrororganisation Al-Qaida will sich an den USA rächen. Für Demütigungen, die Amerika der islamischen Welt zugefügt haben soll. Zehn Jahre zuvor hatten US-Truppen in der ewigen Krisenregion des Mittleren Ostens eingegriffen. Air attacks are underway against military targets in Iraq. Die Amerikaner stellen sich dem irakischen Diktator Saddam Hussein entgegen. Der hatte zuvor Kuwait überfallen. Die USA wollen das Land befreien. Ihr Aufmarschgebiet ist Saudi-Arabien. Das Land ist verbündet mit dem Westen, aber auch ein fundamentalistischer Staat. Und Hüter der Heiligtümer Mekka und Medina. Nun stehen eine halbe Million US-Soldaten im Ursprungsland des Islam. Eine Provokation für viele gläubige Saudis. Empört ist auch der Sprössling eines immens reichen Clans, Osama bin Laden. Er sieht die heiligen Stätten entweiht durch Ungläubige. Sein Vater Mohammed war der bedeutendste Bauunternehmer in Saudi-Arabien. Zahlreiche Ehefrauen gebaren dem Patriarchen 57 Kinder. Eines davon ist Osama. Der will schon seit seiner Jugend durch tiefe Religiosität Eindruck machen. Auch deshalb nennt er die Amerikaner, die nun in Saudi-Arabien stehen, Kreuzzügler. Diese Schmach lastet er dem saudischen Königshaus an. علينا مهما كلف الأمر أن نبذل قصارى جهودنا من أجل تدمير التحالف بين أسرة سعود الفاسدة وإدارة بوش. Für die Radikalisierung Bin Ladens ist ganz entscheidend die Präsenz der amerikanischen Truppen im Land der heiligen Stätten. Er war der Meinung, dass ungläubige Truppen den Boden dieses Landes nicht einmal betreten dürften. Und als dann noch dazu kam, dass bei den amerikanischen Truppen ja auch Juden dabei waren, Frauen dabei waren, Christen ohnehin, dann war das Fass für ihn schon übergelaufen. Die Amerikaner besiegen Saddams Armee.
Danach bleiben US-Einheiten in Saudi-Arabien. Zur Sicherung der Ölversorgung des Westens und zum Schutz des verbündeten saudischen Regimes. Gleichzeitig spricht Präsident Bush Senior von einer neuen Weltordnung. Amerikas Weltordnung provoziert Osama bin Laden. Er will eine Rückbesinnung auf die Gemeinschaft des Islam und fordert ein Wiedererstarken der muslimischen Länder. Zwölf Jahrhunderte zuvor hatten Muslime die Welt verändert. Von Mekka aus schufen sie ein riesiges Reich, das sich von Zentralasien bis nach Westeuropa erstreckte, in der Ära der Umayyaden-Dynastie. Dschihadisten wie Bin Laden führen diese Blütezeit auf einen in sich geschlossenen und rigorosen Islam zurück. Also die wirkliche Blüte islamischer Kultur war ja eine Blüte durch Offenheit. Die mythischen Orte des Islams, wo wirklich eine Hochkultur geschaffen wurde, wie etwa Bagdad, wie etwa Andalusien, wie etwa Damaskus oder Kairo, da entstand diese Hochkultur nur, weil der Islam offen für Einflüsse war. Das heißt für jüdische Einflüsse, für griechische Einflüsse, für persische Einflüsse. Und nicht, wie die Dschihadisten behaupten, eine in sich geschlossene Welt, die durch Kampf sich ausbreitet. Diese Dschihadisten orientieren sich an einer Sicht des Islam, die in Saudi-Arabien vorherrscht. Am Wahhabismus, einer besonders strengen Auslegung des Koran. Deshalb werfen nicht nur militante Islamisten dem saudischen Regime Scheinheiligkeit vor. Hinter der Fassade der Frömmigkeit huldige man westlichem Luxus und lasse sich von den USA beschützen. Die Widersprüche Saudi-Arabiens irritierten schon den jungen Osama bin Laden. Der Student der Betriebswirtschaft sucht nach geistiger Orientierung und findet sie. Biografen schildern eine Begegnung, die bin Ladens Leben verändern sollte. Mit einem Vordenker des modernen Dschihad. An der Universität Jeddah hört bin Laden die Vorlesungen Abdallah Azems. Mit dem Schwert und vor allem mit dem Glauben will der für die Würde der Muslime kämpfen. Azem ist Palästinenser. Für ihn und viele andere Araber ist die jüngere Geschichte des Nahen Ostens eine Serie von Demütigungen. Wie der Krieg, der 1967 die Region erschütterte. Nur 6 Tage brauchte die israelische Armee, um die verbündeten arabischen Streitkräfte zu besiegen. Der Präventivschlag endet mit der Eroberung Ostjerusalems. Die vormals geteilte heilige Stadt, Zentrum 3 Weltreligionen, ist nun komplett unter israelischer Kontrolle. Die Araber hatten verkündet, die Juden ins Meer zu werfen. Ihr Plan, Palästina zurückzuerobern, scheiterte. Eine Niederlage und Demütigung. 3 Millionen Palästinenser leben nun unter israelischer Besatzung. Israel ist für die USA der wichtigste strategische Partner im Nahen Osten. Diese angeblich christlich-jüdische Allianz wird für viele Araber zum Feindbild. In dschihadistischen Kreisen wird seit Jahrzehnten, seit den 80er Jahren immer wieder die Parallele gezogen von den mittelalterlichen Kreuzzügen zur Politik, vor allem der USA und der Israelis heute. Die Existenz Israels beispielsweise wird als Ergebnis eines westlichen Kreuzzugs bezeichnet. 1980 gibt eine andere Weltmacht Azem Anlass zu einem heiligen Krieg aufzurufen. Die Sowjets waren in Afghanistan einmarschiert. Der 23-jährige Osama bin Laden lässt sich von den Ideen Azems begeistern. Der fordert einen defensiven Dschihad zur Befreiung der muslimischen Länder. Keineswegs will er einen weltweiten Kampf gegen Ungläubige. Die Befreiung muslimischen Territoriums gilt als äußerer, als kleiner Dschihad. Doch der gelinge nur, wenn sich auch der Einzelne geistig erneuert und damit den Inneren, den großen Dschihad gewinnt.
أميري ومعلمي، أرى في كلماتك عمقا في الحكمة والمعرفة. السعودية تحتاجكم. إن كنت تؤمن بنيداننا المشترك تحت راية الإسلام فاقرأ هذا. Die Lehren Azems bestimmen von nun an das Denken Osama bin Ladens. Azem will den neuen Dschihad in Afghanistan beginnen. Dort kämpfen in den 80er Jahren muslimische Widerstandsgruppen gegen die sowjetischen Besatzer. Bin Laden folgt seinem Mentor und rekrutiert junge Saudis, um muslimischen Boden gegen die Ungläubigen zu verteidigen. Abdallah Azam war in den 80er Jahren die unbestrittene Führungsfigur unter den arabischen Afghanistan-Kämpfern. Osama bin Laden war ihm gegenüber so eine Art Adlatus. Er war noch nicht einmal die Nummer zwei. Er war eben der junge, vielleicht sogar ein etwas naive Saudi, der eine Rolle spielte, weil er sehr viel Geld mitbrachte, weil er sehr viele Rekruten auch aus Saudi-Arabien mitbrachte. Seit 1988 nennt sich bin Ladens Truppe Al-Qaida. Das arabische Wort für die Basis oder auch das Militärcamp. Der Name ist Programm. Die selbsternannten Gotteskrieger kämpfen für den Wiederaufstieg des Islam. Doch der Dschihad gegen die Sowjets neigt sich dem Ende zu. Denn die beginnen 1988 mit dem Abzug aus Afghanistan. Gegen wen sich der Heilige Krieg nun richten soll, bleibt vorläufig unklar. Azem stirbt 1989 in Afghanistan bei einem bis heute ungeklärten Attentat. Bin Laden wird in Saudi-Arabien durch seinen Einsatz im Krieg gegen die Sowjets zu einem berühmten Mann. Doch der Heldenmythos ist das Produkt geschickter Propaganda. Der Krieg in Afghanistan wurde von den Afghanen gewonnen. Die Araber kamen spät dazu und spielten auch dann militärisch kaum eine Rolle. Osama bin Laden beispielsweise wird immer die Teilnahme an einem einzigen Gefecht im Jahr 1987 zugeschrieben. Insgesamt aber ist ganz, ganz deutlich, dass die Araber dort eher Dschihad-Touristen waren als wirkliche Aufständische, die militärisch zum Erfolg des gesamten Unternehmens beitrugen. Bin Laden gibt sich dennoch selbstbewusst. Nach dem ersten Golfkrieg 1991 verfestigt sich seine Vision. Die heiligen Stätten Saudi-Arabiens sollen von wahren Gläubigen, so wie ihm, kontrolliert werden und die Amerikaner aus seiner Heimat verschwinden. Seine beißende Kritik am saudischen Herrscherhaus führt zum Zerwürfnis. Und Bin Laden sucht Zuflucht im Sudan. Hier regieren Islamisten. Das Land ist Zufluchtsort für viele militante Gleichgesinnte aus der gesamten arabischen Welt. Die sudanesische Regierung sieht in Bin Laden einen Investor, der das Land voranbringen könnte. Tatsächlich, vorerst betätigt sich Bin Laden als Unternehmer, der Straßen baut. Seine politischen Pläne sind indes noch vage. Es fehlte das große neue Projekt, was er damals angreifen konnte, sodass es einige Anzeichen dafür gibt, dass er jetzt in eine Art Loch fiel und nicht wusste, was er denn mit seinem Leben anfangen soll. Und schon damals muss in ihm der Entschluss gereift sein, die Amerikaner zu bekämpfen. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre scheint er nicht ganz genau gewusst zu haben, wie er das denn machen soll, wo er denn kämpfen solle. Zunächst rüstet er spirituell auf. Al-Jihad. اعلموا ان الجهاد افضل اشكال التطوع لخدمه الله وفي سبيل الاسلام. Abu Hatta ist Bin Ladens persönlicher Imam, sein Haus- und Hofprediger. Seine Qualifikation? Er kennt den Koran auswendig und er ist geschichtlich bewandert. Ein Al-Qaida-Überläufer wird später als Kronzeuge von diesem Treffen berichten. An diesem Abend soll Hatta in Bin Ladens Gästehaus zwei Fatwas ausgesprochen haben. Religiöse Rechtsgutachten. Der Iraker ist gelernter Elektroingenieur. Doch er wird in diesen Kreisen als religiöse Autorität akzeptiert. Allahu
إننا حماة الأماكن الإسلامية المقدسة، لهذا سنكافح السفاحين الأمريكيين بضراوة وسنقتلهم أينما كانوا. Im Islam gibt es ja keine Geistlichkeit und vor allem keine geistlichen Hierarchien wie im Christentum. Jetzt kann Al-Qaida in der Behauptung, da es keine offizielle Geistlichkeit gibt, sich selbst anmaßen, eine Geistlichkeit zu sein. Al-Qaida hat aber noch ein Zusatzargument zu sagen, die islamischen Gelehrten, die Ulema, sind so und so alle korrupt, stehen alle im Dienste des Staates, sie sind vom wahren Glauben abgekehrt. Und nur wir lesen den Koran wirklich in dem richtigen Weg, und das heißt, wir lesen ihn wortwörtlich. Abu Hatschas erste Fatwa lautet, es sei gerechtfertigt, amerikanische Soldaten anzugreifen. Auch Zivilisten, die auf Seiten Amerikas stehen, seien legitime Ziele. Die zweite Fatwa besagt, es sei akzeptabel, dass auch Muslime getötet werden. Die Guten kämen ohnehin in den Himmel, um die Schlechten sei es nicht schade. Es ist die selbst erteilte Lizenz zum Töten und die Haltung einer kleinen extremistischen Minderheit. 1993 sterben bei einem Anschlag in New York 6 Menschen. Über 1000 werden verletzt. In einem Van im Parkhaus unter dem World Trade Center ist eine gewaltige Sprengladung explodiert. Der Täter ist Ramzi Youssef, ein militanter Islamist. Er wird gefasst und gibt an, aus Hass auf Israel und die Juden gehandelt zu haben. Ob Bin Laden hinter der Tat steckt, ist bis heute unbewiesen. Denn der gibt sich nach außen hin noch als Mann des Wortes. In einem offenen Brief greift er 1995 den saudischen König Fahd an. Es kann nicht angehen, dass man darüber schweigt, wie sich das Land zum amerikanischen Protektorat entwickelt. Zum Schutze eures wankenden Thrones und zum Schutze der Erdölquellen, schreibt Bin Laden. Amerika, die Schutzmacht der Saudis, will den gefährlichen Kritiker zum Schweigen bringen. Präsident Clinton übt Druck auf den Sudan aus. Dessen Regierung soll Bin Laden aus dem Land werfen. Der Al-Qaida-Chef ruft seine Kämpfer zusammen. Sie werden an diesem Tag erfahren, dass der lange Arm der Amerikaner auch in diesen Winkel der Welt reicht. Für seine unablässigen Provokationen zahlt Bin Laden einen hohen Preis. Die Sudanesen werden ihn ausweisen. Er muss seine Organisationsstruktur in diesem Land auflösen. Seine Al-Qaida-Kämpfer erhalten von ihm ein Flugticket nach Hause und $2,400 in bar. Die sudanesische Regierung hat zuvor Bin Ladens Ländereien konfisziert, ebenso wie das Inventar seiner Baufirma und sein Barvermögen. Bin Laden hat wohl 20 bis 30 Millionen Dollar verloren. Mit nur $50,000 kehrt er dem Sudan den Rücken. Es ist der Tiefpunkt seiner Karriere. Auch dafür macht er die Amerikaner verantwortlich. Bin Laden wird ein letzter Luxus zuteil. Die Sudanesen chartern für ihn und seine engsten Vertrauten einen Privatjet. Es gibt nur ein Land, das ihn aufnehmen würde. Seit Mitte 1996 haben in Afghanistan die Taliban die Macht. Ihr Regime ist fundamentalistisch. Hier herrscht eine sehr brutale Auslegung der islamischen Gesetzgebung, der Scharia. Für Fanatiker wie Bin Laden ist Afghanistan eine Art Islamistenparadies. Doch den Taliban gilt er als ein eher ungebetener Gast. Mit einigen Vertrauten zieht er deswegen in die Berge, in ein Versteck, das er noch aus den 80er Jahren kennt, damals, als er gegen die Sowjets kämpfte. Tora Bora heißt sein Zufluchtsort.
Der selbsternannte Retter des Islam ist eine eher einsame Figur in jenen Monaten. Doch er gefällt sich in der Rolle. War nicht auch Mohammed im Jahr 622 ins Exil gezwungen worden? Auf der Flucht musste sich auch der Prophet vor seinen Feinden verstecken. Erst danach hatte der Siegeszug des Islam begonnen. Bei ihm erscheint aber vor allem dieser Gedanke des Auszugs aus Mekka eine große Rolle zu spielen. Er kommt aus dem Land der heiligen Städten, Mekka und Medina. Er zieht aus, gewissermaßen in die Wildnis nach Afghanistan, um dann irgendwann siegreich zurückzukehren. Bin Laden sieht sich als Verkörperung aller verfolgten Muslime. Wie einst der Prophet beschließt er, in die Offensive zu gehen. 1996 verfasst er seine Kriegserklärung an die USA. لدينا العديد من المجاهدين تحت راية الإسلام. هدر دماء المسلمين بات رخيصا. فقد نهبت ثرواتهم وأهينت عزتهم وكرامتهم منذ أزمنة طويلة. الأسلحة متوفرة وكفاحكم نقي مشروع. فجاهدوا ضد هيمنة الطغاة الكفار. Es ist die Kriegserklärung eines Eremiten an die Supermacht Amerika. Er wollte, dass es Amerika genauso geht wie der Sowjetunion. Die Sowjets kamen 1979 nach Afghanistan. Nach 10 Jahren zogen sie sich zurück. Und was geschah? Die Sowjetunion zerbrach. Und Bin Laden dachte, dass es mit den Vereinigten Staaten genauso gehen würde, dass sie innerlich zerfallen. Und dann könnte der Islam wieder den Platz einnehmen, der ihm zusteht, als führende Macht der Welt. And as the preeminent power in the world. Im März 1997 gibt Bin Laden zum ersten Mal einem westlichen Fernsehteam ein Interview. Der prominente Kriegsreporter Peter Arnett will genauer wissen, was Bin Laden plant. Is the jihad directed against the US government or the people of the United States? فإننا في إعلاننا We have focused our declaration of jihad on striking at the U.S. soldiers inside Arabia, the country of the two holy places, Mecca and Medina. Therefore, even though American civilians are not targeted in our plan, they must leave. We do not guarantee their safety. What are your future plans? You'll see them and hear about them in the media. God willing. In Afghanistan verbündet sich Bin Laden mit einem alten Kampfgefährten. Ayman al-Zawahiri. Auch der ist ein militanter Islamist und Dschihadist. Der ägyptische Arzt hat in den 80er Jahren auch gegen die Sowjets in Afghanistan gekämpft. Nun wollen sie sich wieder zusammentun. Doch ihre Strategien sind noch unterschiedlich. Bin Laden will Amerikas Vorherrschaft bekämpfen. Zawahiri will in Ägypten eine islamistische Revolution auslösen. Amerika stützt das dortige Regime Mubarak und wird damit zum Feind. Gemeinsam setzen Bin Laden und Zawahiri auf Terror. نعم والله نحن لا نخوض المعركة بالرصاص فقط. الأهم من ذلك التحلي بروح الإيمان الصادق. أحسنت القول. Ein klassisches Ziel westlicher Touristen ist Ägypten. Millionen kommen Jahr für Jahr, auch um die antiken Stätten zu besuchen. Ende 1997 wird das Traumziel zur Todesfalle. In den noch kühlen Morgenstunden sammeln sich die ersten Besuchergruppen vor dem Tempel der Hatschepsut. Ich hatte eine unangenehme Vorahnung gehabt. Franz Kössler ist Fernsehjournalist beim österreichischen Rundfunk. Damals war er mit seiner Freundin als Tourist in Luxor. Ich war das erste Mal in Ägypten als junger Reporter
bei der Beerdigung von Sadat, der ja von Islamisten ermordet wurde, und hatte da schon mitbekommen, was da so im Untergrund damals schon brodelte und auch die Unfähigkeit des Staates, das wirklich zu kontrollieren. Gegen 9 Uhr nähern sich als Polizisten verkleidete Angreifer den Touristen. Plötzlich schallen Rufe über das Gelände. Allah ist groß. Die militanten Islamisten schießen sofort auf die Besuchergruppen. Zuerst war ich ganz panisch und dachte, weil ich eben schon eine Vorahnung hatte, wurde mir plötzlich so heiß und ich habe mir gedacht, du Idiot, warum bist du nach Ägypten gefahren? Zu diesem Zeitpunkt ist Franz Kössler schon in Deckung und bleibt unverletzt. Dutzende andere Touristen werden niedergemäht. Niemand kommt den Menschen zu Hilfe. 45 Minuten lang dauert das Morden. Also ich habe nur in Erinnerung einen Haufen mit meiner Erinnerung nach Leichen. Also das war mein Eindruck. Die sind alle tot, da ist irgendwas Schreckliches passiert und die liegen da und ich will weg. 58 Menschen sterben. Bei diesem schwersten Anschlag auf westliche Zivilisten geht es den Tätern nicht darum, Christen zu töten. Der Schlag gilt dem Regime. Durch das Einbrechen der Tourismuseinnahmen soll Ägypten destabilisiert werden. Nun gibt es einige Hinweise darauf in der Literatur, dass Ayman al-Zawahiri diesen Anschlag angeordnet hat. Ich halte diese Hinweise allerdings nicht für hinreichend belegt. Es ist aber durchaus eine Möglichkeit. Zawahiri und Bin Laden wissen, dass solche Anschläge in arabischen Ländern wenig Zustimmung bringen. Sie lösen eher Entsetzen unter den Muslimen aus. Daher beschließen die beiden, nun ausschließlich Amerika ins Visier zu nehmen. Das könnte in der arabischen Welt eher Anklang finden und die Sache des Dschihad vorantreiben. 1998 erklären Bin Laden und Zawahiri, man habe die Islamische Weltfront für den Dschihad gegen Juden und Kreuzzügler gebildet. Von nun an sucht Al-Qaida die globale Auseinandersetzung mit Amerika. August 1998. In Nairobi explodiert eine Autobombe vor der US-Botschaft. 213 Tote. Die meisten sind Afrikaner. Zeitgleich in Dar es Salaam, Tansania. Auch hier geht vor der US-Vertretung ein Sprengsatz hoch. 11 Tote. Wieder gibt es nur afrikanische Opfer. Oktober 2000. Im jemenitischen Aden steuern Terroristen ein mit Sprengstoff beladenes Boot auf das US-Kriegsschiff Cole zu. 17 Matrosen sterben. Bin Laden will provozieren, dass Amerika militärisch zurückschlägt. Doch die USA reagieren nicht. Im Wahlkampfjahr 2000 erscheint dem scheidenden Präsidenten Bill Clinton ein Militärschlag nicht opportun. Bin Laden lässt nicht davon ab, Amerika herauszufordern. Am liebsten wäre ihm ein Angriff der Supermacht auf Afghanistan, um sie dort wie die Sowjets zu zermürben. Um das zu erreichen, will er die USA auf eigenem Boden angreifen. Sie wollten Bürogebäude und das Pentagon attackieren. Das war Teil ihres Plans. Aber dafür hatten sie nicht die Leute. Sie hatten niemanden, der das hinbekommen hätte. Die Leute, die sie hatten, sprachen kein Englisch, hatten nie im Westen gelebt. Die hätten das nie geschafft. Die Terrorausbildung mit leichten Waffen und akrobatisches Nahkampftraining, all das wird nicht reichen, um Amerika einen entscheidenden Schlag zu versetzen. In diesen Wochen gerät Bewegung in die Pläne von Osama Bin Laden. Eine Gruppe aus Hamburg ist auf dem Weg zu einem Al-Qaida-Trainingscamp in Afghanistan. Kopf der Islamistengruppe ist der Ägypter Mohammed Atta. An der Universität Hamburg hat er gerade mit Erfolg seinen Magister in Stadtplanung gemacht. When in walks Mohammed Atta and
three other guys from Hamburg. Und dann tauchen Atta und drei Jungs aus Hamburg auf. Die hatten im Westen gelebt, waren technisch versiert. Das war wie ein Traum. Osama bin Laden lädt die außergewöhnlichen Al-Qaida-Rekruten aus Hamburg in sein Gästehaus bei Jalalabad ein. Nach dem Sonnenuntergang brechen sie gemeinsam das Fasten. Es ist Ramadan. An diesem Abend erläutert Bin Laden Mohammed Atta und dessen Begleiter Ziad Jarrah die Angriffspläne auf die USA. Ja, marhaban, ahlan wa sahlan bikum, tafaddalu. Sayyid al-Sheikh, lana sharaf an naksir al-siyama fi ma'iyyatikum wa birifqatikum wa an nasma'a minkum ma taqulunahu lana hawla al-khutat allati tu'iddunaha lil-mustaqbal. Naam, hunaka khutatun kathira nadrusuha الآن ولدينا خطة هامة أريد أن أتحدث معك حولها لأنها تحتل أهمية من نوع متميز ثواب هذه الخطة عظيم للغاية. Bin Laden bietet Ihnen ein besonderes Privileg an. Sie können als Märtyrer in den Himmel kommen. نيويورك نفسها هي الهدف. تتطلب العملية خطف طائرات. أعرف نيويورك على أحسن وجه، لكني لا أجيد الطيران. لا تكترث أبداً. هناك هدف ستحققه. تعلم قيادة الطائرة. Ohne diese Hamburger Zelle, ohne die Pilotengruppe, hätte Al-Qaida die Anschläge des 11. September wahrscheinlich nicht verüben können. Im Januar 2000 sind Atta und Jarrah erneut im Al-Qaida-Hauptquartier in Afghanistan. Junge, gebildete Männer auf der Suche nach Sinngebung. Sie wollen im Namen des Glaubens handeln und planen nichts anderes als Terror. I think Muhammad Atta wanted to be a figure in history. How does he affect history? How does he make his mark? Ich glaube, Mohammed Atta wollte in die Geschichte eingehen. Und wie macht man das? Das war es, was Al-Qaida ihm und den anderen bot. Eine Chance, Geschichte zu machen. Alles, was sie tun mussten, war sterben. Die Ausbildung zum Piloten wird in der Huffman Aviation School in Florida abgerundet. Stolz lässt sich Attas Komplize Ziad Jarrah im Cockpit fotografieren. Am Morgen des 11. September 2001 checken insgesamt 19 Terroristen an verschiedenen Flughäfen der USA ein. Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen die letzten Bilder von Mohammed Atta. Kurz darauf bringen er und vier Mittäter American Airlines Flug 11 in ihre Gewalt. Fast zur gleichen Zeit verschwinden drei weitere Maschinen von den Radarschirmen. Auch sie werden von Terroristen entführt. أنباء عاجلة من نيويورك تقول إن طائرة ركاب مدنية قصفت مركز التجارة في الساعة التاسعة صباحا وعصفت النيران بأعلى In Afghanistan ist es 9,5 Stunden später als in New York. An diesem 11. September haben sich Bin Laden und seine Männer in die Berge zurückgezogen. Im Radio hören sie die Nachrichten, die aus Amerika kommen. إخواني استمعوا جيدا. And when the first plane hit, everyone was. Als die Meldung vom ersten Einschlag kam, jubelten alle. Und Bin Laden hielt nur einen Finger hoch und zeigte, das war nur die Nummer eins. Just the first. Was an diesem Tag in einer Höhle in Afghanistan geschah, ist bekannt, weil Bin Laden in vielen Gesprächen damit prahlte. Das ergaben Verhöre mit später gefangenen Al-Qaida-Führern. And then the second plane. Und als die zweite Maschine einschlug, hielt er noch einen Finger hoch.
And then there was dann kam der Angriff auf das Pentagon. Und er hielt den dritten Finger hoch. Amerika wird angegriffen. Die Supermacht scheint plötzlich sehr verwundbar. Der Schrecken von New York läuft vor den Augen einer schockierten Weltöffentlichkeit ab. Live im Fernsehen. Annähernd 3000 Menschen sterben an diesem Tag. Die Täter wollen im Namen des Islam gehandelt haben. Doch es war Massenmord. So there was a dual goal. Sie verfolgten zwei Ziele. Zum einen wollten sie diese unglaublichen kinoreifen Bilder schaffen, die unvergesslich sind. Und zweitens wollten sie möglichst viele Menschen töten. Am 16. September erklärt Präsident Bush dem Terrorismus den Krieg. We understand. And the American people are beginning to understand. Now this crusade. This war on terrorism. It's going to take a while. Nur ein einziges Mal hat George Bush den Begriff Kreuzzug erwähnt. Man hätte sich ja vorstellen können, dass das Wort einfach untergeht und man das gar nicht so schlimm findet. Aber die Dschihadisten haben ihre ganze Propaganda auf diesem Wort aufgebaut. Die wollen uns erobern, diese Amerikaner. Und durch die dschihadistische Propaganda wurde dies natürlich dann enorm rezipiert. In Moscheen, übers Internet. Und dadurch wurde es dann wahrscheinlich erst richtig wahrgenommen. Und das schafft natürlich eine Spaltung, die ist enorm und ein Anti-Amerikanismus, der ziemlich groß ist. Am 20. September 2001 versucht George Bush, die Wogen zu glätten und formuliert die Botschaft anders. Terrorists are traitors to their own faith, trying in effect to hijack Islam itself. The enemy of America is not our many Muslim friends. It is not our many Arab friends. Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Amerika schlägt im Oktober 2001 zurück mit Luftangriffen auf Afghanistan. Osama bin Laden soll getötet werden. Während seine Kämpfer zu Hunderten sterben, entkommt der Anführer allen Luftangriffen. Taliban-feindliche Milizen sollen den Kampf am Boden führen. Ende 2001 kämpfen nur kleinste US-Einheiten in Afghanistan. Washington will keine größeren Verbände schicken. CIA-Trupps begleiten die verbündeten Afghanen. Doch deren Loyalität ist halbherzig. Bin Laden entkommt. Die Amerikaner haben die Chance verpasst, den Drahtzieher des Terrors auszuschalten. Eine Niederlage für die Supermacht. Der Gejagte wird noch jahrelang unentdeckt bleiben. Doch der Al-Qaida-Terror geht weiter. Bali 2002. Über 200 Touristen sterben bei einer Bombenexplosion. Djerba 2002. 14 Deutsche kommen bei einem Attentat um. Madrid 2004. 190 Menschen sterben bei Anschlägen auf Vorortzüge. London 2005. 54 Tote durch Bomben in der U-Bahn. Irak. Bei Dutzenden Anschlägen sterben Hunderte von Zivilisten. Abbottabad, Pakistan, 1. Mai 2011. In einem Gebäudekomplex der Garnisonsstadt führt Osama bin Laden seit Jahren ein zurückgezogenes Leben. Hier wähnt er sich in Sicherheit. Glaubt, dass die Amerikaner nicht wissen, wo sich ihr Staatsfeind Nummer 1 aufhält.
Doch die Supermacht hat ihn im Visier. 10 Jahre nach den Anschlägen von New York haben Agenten die Spur aufgenommen, die nach Pakistan führt. In den Morgenstunden des 2. Mai dringen US-Spezialkräfte der Navy SEALs in Bin Ladens Haus in Abbottabad ein und töten den Mann, der den Terror am 11. September 2001 nach Amerika trug. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaida. Ist damit die Geschichte der angeblich heiligen Kriege zu Ende? Bilder prägen die Erinnerung, wecken noch immer Ängste. Vorurteile schaffen Gegensätze und vertiefen Gräben. Das heilige Land dreier Religionen findet noch immer keinen Frieden. Epochen, in der eine Welt die andere beherrschen wollte, sind vergangen und doch noch gegenwärtig. Vom Ringen zwischen Morgenland und Abendland, vom Glaubenskampf um Sieg oder Untergang, erzählt die Geschichte. Doch wo Menschen im Namen Gottes Kriege führten, blieben am Ende vor allem Zerstörung und Tod. Immer gab es auch den anderen Weg, den der Verständigung und Toleranz. Warum haben Religionen, die eigentlich den Frieden wollen, einander bekämpft? Weil sie sich am Ende doch auf dem Weg der irdischen Macht verirrten. Kein Krieg war jemals heilig.